Ich glaube, Mainz ist nach uns auch die Mannschaft, die am zweitwenigsten Ballbesitzzeiten hat, habe ich heute gelesen. Mhm. Ne? Und ich lese nicht so viel in der Statistik. Dann wird es hoch und weit gehen am Sonntag. Am Sonntag gegen Mainz 05 möchten die Lilien gerne ihre ersten Auswärtspunkte holen. Trainer Norbert Meyer hat aber auch Respekt vor den Mainzern. Der Gegner Mainz 05 am Sonntag, natürlich ein Club, der einen sehr großen Aufwärtstrend in den letzten Jahren feiern konnte. Da kann man wirklich nur Respekt zollen, was dieser Club in den letzten Jahren geleistet hat, ist europäisch vertreten, und ich denke, für Mainz ist die Euroleague sicherlich nicht wie für Franz Beckenbauer der nur die Champions League, sondern das ist schon ein Riesenerfolg, dort tätig zu sein. Es ist eine Mannschaft, die sehr gut besetzt ist, die es versteht, sehr, sehr schnell umzuschalten. Ich habe sie selber zweimal gesehen, unter anderem auch dieses Spiel gegen Hoffenheim, wo sie 4-1 geführt haben nach der roten Karte, dann noch das 4-4 kurz vor Schluss haben hinnehmen müssen. Das war natürlich für die Zuschauer sehr gut anzuschauen. Als Trainer machst du dir natürlich dann auch andere Gedanken. Also wie gesagt, das wird eine richtige Prüfung, und wir wollen eben auch sehen, dass wir auch auswärts, wir waren in Augsburg sicherlich noch nicht da, wo wir hinwollen, aber sicherlich dichter dran als in Dortmund oder auch in Köln am ersten Spieltag. Und da müssen wir uns weiter entwickeln, wollen natürlich auch sehen, dass wir mit 11 Spielern das Spiel beenden. Ne? Das hat uns doch immer wieder auch zurückgeworfen. Wenn du dann diese Feldverweise hast, dann wird es natürlich immer doppelt und dreifach schwer, die richtigen Ergebnisse dann zu erzielen. Wir sollten das Positive aus dem Werder-Spiel mitnehmen und das auch nach Mainz dann mittransportieren. Verzichten muss Norbert Meyer am Sonntag leider wieder auf Jan Rosenthal. Der lange verletzte Rosenthal, der gegen Bremen sein Comeback feierte, erlitt im Training einen Bluterguss, der operativ behandelt werden musste. Meyer wurde gefragt, wie Rosenthal mit dem erneuten Rückschlag zurechtkommt. Das fangen wir alles gut auf, glauben Sie mir. Der ist auch schon wieder, das ist ja, Rosi ist ja ein hochintelligenter Junge. Ne? Aber diese Hochintelligenten, ne? Die sind auch oft sehr sensibel. Jetzt wissen Sie, warum ich nicht sensibel bin. Gestern war wirklich, er lag schon wieder auf der Bank und wurde massiert, und ich kam dann rein, und dann hat er nur zum Physio geflüstert, wenn man vom Teufel spricht. Ne? Aber das war natürlich nur ein Spruch. Aber daran sehe ich, dass es ihm schon wieder etwas besser geht.